Heute nehme ich euch mal mit auf eine Reise und zwar war ich 8 Tage in einer Ayurveda-Kur in Spanien. Es war wunderschön und deshalb erzähle ich euch jetzt ein bisschen davon. Macht euch bereit, das Video wird sehr lang. Ich bin also früh morgens von Köln nach Barcelona geflogen und von da aus mit einem Transfertaxi bis an die Küste zum Hafen Port Salvi. Das Hotel verlinke ich euch in der Beschreibung und auch falls ihr euch für den Reiseveranstalter interessiert, habe ich alles in der Infobox und da findet ihr auch die Preise. Ich habe eine Pauschalreise gemacht, das heißt, ich habe für alle Anwendungen zusammen in einem Paket bezahlt. Den Flug habe ich extra gebucht und separat bezahlt, genauso wie den Transfer. Angekommen bin ich in einer wunderschönen Anlage und durch den tropischen Garten war die auch, trotz dessen, dass es Februar war, super grün. Ihr habt mich auf Instagram gefragt, warum ich nicht irgendwo in Deutschland eine Kur gemacht habe. Das beantwortet so ziemlich die Frage. In Sri Lanka war ich schon mal, zwar nicht zur Ayurveda-Kur, aber einfach so und daher weiß ich, dass mir der Flug einfach zu zehrend und zu anstrengend ist und deswegen habe ich was in Europa ausgesucht. Ich bin früh im Hotel angekommen, sodass ich noch Mittag und Abendessen mitbekommen habe. Ich habe es mir erstmal gemütlich gemacht und der Arzttermin an meinem ersten Tag wurde verschoben. Deswegen ging es für mich so erst am zweiten Tag richtig los. Bin eben aufgewacht, war gerade duschen, hab kaum geschlafen. Ich hätte nicht erwartet, dass das so herausfordernd ist. Also erstmal, es hat gestürmt, das Meer war laut wie Sau und ich habe gedacht, gleich kommen die Wellen hier hoch und reißen das ganze Hotel mit. Ja, und es ist halt doch nochmal was anderes, wenn man alleine irgendwo schläft und sich dann an das ganze Umfeld gewöhnen muss, an die ganzen Geräusche. Heute wurde erstmal mein Arzttermin schon wieder verschoben. Also man hatte eigentlich so eine Konsultation mit dem Arzt. Die hätte ich gestern gehabt bei meiner Ankunft. Aber der ist wohl ins Krankenhaus gegangen, der Arzt, weil er selber krank ist oder so. Dann hätte ich den heute Morgen um 11 gehabt. Ich muss jetzt nach dem Frühstück mal gucken, was sie sagen. Und deswegen habe ich auch nicht so gut geschlafen, weil ich dachte, ich bin ja nur 8 Tage hier. Und wenn ich dann schon am ersten Tag den Doktor nicht sehen kann und am zweiten, habe ich ja kein Programm. Ich habe gestern halt Yoga gemacht, ganz normal gegessen. Und man kriegt ja eigentlich die Behandlungen, das ist ja das Hauptprogramm. Und das ist halt bei mir dann noch nicht zusammengestellt worden. Dass ich dann so unruhig schlafe, zeigt einfach nur, wie viel Kopf ich mir dann mache. Ich habe mich nicht einschlafen lassen. Ich habe immer dann, wenn ich was gehört habe, wieder die Augen aufgerissen, obwohl ich todmüde war. Ich bin ja dann gestern um 3.30 Uhr schon aufgestanden. Aber mal gucken, was der Tag heute bringt. Frühstück war wieder super lecker. Da ich noch keinen Arztbesuch hatte, wusste ich nicht, welchen Tee. Und deswegen habe ich jetzt einfach mal Wasser getrunken. Ich habe eben auch noch den Leiter dieser ganzen Veranstaltung gesehen und er hat gesagt, dass ich heute auf jeden Fall einen Arzttermin haben werde. Dass ich einfach warten soll in meinem Zimmer auf einen Anruf und das mache ich jetzt auch. Ich war gerade beim Arzt, es hat also doch geklappt. Ich hatte einen Fragebogen dabei, den ich vorher ausgefüllt habe mit ganz vielen Eckdaten zu mir. Dann hat er mir dazu Fragen gestellt und ich habe erfahren, dass ich Körpertyp Vater bin. Das heißt, ich kriege die ganze Vaterbehandlung und dann hat er direkt die Empfehlung gegeben. Morgens 3 Teelöffel Ghee, bevor ich frühstücke. Da freue ich mich überhaupt nicht drauf. Ghee ist auch ein Tierprodukt, aber ich habe beschlossen, das jetzt hier einfach komplett zu machen. Und das ist auch das Einzige. Außerdem ganz viel Ingwerwasser, davon trinken wir sowieso ohne Ende. Wir kriegen nämlich immer hier so fette Kannen voll und die dürfen wir uns dann mehrmals am Tag auffüllen. Viel Yoga machen, stretchen, Atemübungen und Meditation. Da weiß ich ja schon selber, dass mir das echt immer sehr, sehr gut tut. Aber ich bin froh, dass man hier nochmal so ein festes Programm hat und das mit Leuten zusammen macht, weil man es dann einfach noch konsequenter macht. Er hat mir auch noch Kräuter empfohlen, die ich nehmen kann. Die musste ich jetzt extra kaufen, das war jetzt nicht in meinem Preis mit drin. Meda soll wohl für Stabilisation sein. Boah, hier sind überall Ameisen. Oh mein Gott. Und das zweite, Chavanprash, das ist wohl eine Kräuterpaste. Er hat irgendwas von Anti-Aging gesagt. Ah, ich hab's wieder. Er hat gesagt, das Problem, was vielleicht ein Organ gerade hat,
dahin gibt dieses zweite Kräuterpräparat sozusagen die Energie. Ich musste die jetzt, wie gesagt, extra kaufen und das erste Meda hat jetzt 25 Euro für 100 Kapseln gekostet. Und 500 Gramm von der Chavanprash-Paste haben mich jetzt 70 Euro gekostet. Heute geht es dann zum ersten Mal richtig los. Gestern bin ich ja nur angekommen. Und ja. Ich komme gerade frisch aus der ersten Massage. Das war eine Kräuterölmassage mit dem Wataöl. Danach hatte ich noch ein Dampfbad, wie man an meinen Haaren sehen kann. Bin mal gespannt, wie lange ich ohne Waschen auskomme. So viel Öl habe ich, glaube ich, noch nie am Körper gehabt. Also man wurde erstmal in einen Raum gebracht und da hat sie einen wirklich von Kopf bis Fuß, also auch Gesicht, alles eingeölt mit warmem bis fast schon heißem Öl. Von da aus bin ich dann in ein Kräuterdampfbad und man sitzt dann da in einer schwarzen Holzbox, die gerade so groß ist, dass sie um den Körper passt. Der Kopf guckt raus und dann sitzt man da ungefähr 15 Minuten. Danach duschen. Meine Haut ist so weich. Gesicht glaube ich auch. So was meinen Kopf angeht, bin ich immer jemand, der bei Massagen viel, viel nachdenkt. Am Anfang war das ein bisschen so, aber ich konnte mich ziemlich gut drauf einlassen. Das tat richtig gut. Ja, was steht an? Oh, okay. Yoga habe ich jetzt glaube ich fast verpasst. Es sei denn, ich sprinte jetzt schnell runter. Ich glaube, ich gehe noch schnell. Ich habe sogar meinen Top falsch rum angezogen, aber ich habe es noch geschafft. Es ist nicht so schlimm, wenn einer mal zu spät kommt. Es war wieder echt wunderschön. Die Frau, die das abends macht, die hat so eine süße, beruhigende Stimme. Die sieht aus wie so eine kleine Elfe. Die hat einfach so blond-weiße Dreads und immer so einen grünen Lidschatten. Und ich habe meine Kräuter bekommen. Meda-Kapsel und Chavanprash. Wow, es riecht irgendwie süßlich. Ich muss mal probieren. Nicht schlecht? Nee, nicht schlecht. Jetzt habe ich Hunger. In einer halben Stunde geht's zum Essen. Und ich freue mich so. Vom Frühstück zurückgekommen. Ich war echt nur kurz da heute ausnahmsweise und konnte auch nicht viel essen. Mir ist super heiß und ich bin auch total müde. Und heute habe ich eigentlich erst um 3 eine Behandlung. Ich wollte vorher ein bisschen im Hallenbad schwimmen gehen, aber ich glaube, ich warte erstmal und vielleicht schlafe ich ein bisschen. Ich habe besser geschlafen als gestern, aber trotzdem bin ich noch super oft aufgewacht und bin einfach total müde. Auf jeden Fall habe ich heute Morgen zum ersten Mal die Paste genommen und es war, wie gesagt, echt okay, die zu nehmen. Der Geschmack ist ganz angenehm. Jetzt gleich nehme ich noch die Kapseln und beim Frühstück, bevor ich gegessen habe, habe ich 2 Teelöffel Ghee genommen. Ja, es schmeckt halt einfach nach Butter, ne? Ich glaube, das ist nichts für mich. Der Yoga ist heute Morgen wieder ausgefallen. Der Arzt macht das nämlich auch morgens und der braucht jetzt noch einen Tag Ruhe. Und deswegen gibt es ab morgen erst wieder Morgen-Yoga. Gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, das hätte ich heute eh nicht gekonnt. Ach, und es schneit übrigens heute draußen. Ich habe nicht wirklich geschlafen. Ich bin auch kein Mensch, der einfach so tagsüber schlafen kann. Ich fühle mich aber ein bisschen besser. Hatte eben Mittagessen. Erstmal habe ich aber jetzt das Gefühl, dass ich ein bisschen Hunger habe. Und zwar, glaube ich, weil ich heute Morgen nicht so viel gefrühstückt habe. Es geht mir nicht schlecht. Vor allem mental geht es mir nicht schlecht. Meine Gedanken sind ziemlich friedlich, muss ich sagen. Auch wenn sie so leicht mal ein bisschen abwärts geht, dann geht das ziemlich schnell wieder hoch und ich kann das ziemlich gut überwachen. Ich muss aber sagen, dass ich durch die Müdigkeit heute, glaube ich, wie so ein kleines Tief habe. Deswegen freue ich mich jetzt richtig auf die Anwendung, die ich in einer halben Stunde habe. 17.30 Uhr nochmal Yoga, 19 Uhr Abendessen. Ja, und die restliche Zeit verbringe ich wahrscheinlich drin, weil es ist echt, jetzt regnet es ohne Ende, vorhin hat es geschneit. Und ja, ich wollte es aber gerne mal teilen, wie es mir geht, gerade mental vor allem. Ich bin ja hier, um, ich sag mal, abzuschalten und mich einfach mit mir zu befassen und auch vieles zu verarbeiten, wozu ich zu Hause keine Zeit habe, weil mein Körper und mein Kopf einfach in meinem gewohnten Umfeld, sage ich mal, zu wenig Ruhe bekommen. Es ist nicht so, dass ich nie Ruhe bekomme, aber es ist einfach zu wenig im Verhältnis zu dem, was ich so durchgemacht habe. Lass einfach mal auf mich zukommen. Ich habe gerade eben gefrühstückt,
Gestern hatte ich kaum noch einen Moment, um das aufzunehmen, weil ich einfach so genossen habe. Der Tag hat ja ziemlich trüb angefangen. Dann hatte ich die Doppelmassage und die war wirklich so gut, wie ich erwartet hatte. Von zwei Frauen, also vier Händen gleichzeitig massiert zu werden, ist ein Feeling. Also das hat mir wirklich geholfen anzukommen. Wenn man auf dem Bauch liegt, dann liegt man mit der Stirn auf so einem kleinen Kissen. Das heißt, man hat die ganze Zeit hier so einen leichten Druck und das hat mir richtig, richtig gut geholfen, also meinen Kopf zu entspannen. Zwischen Massage und Dampfbad wird man immer kurz in so einen Ruheraum gelegt. Und auch da bin ich kurz fast eingepennt. Es war super lustig, auch gestern beim Yoga. Da passieren halt manchmal so lustige Sachen und dann lachen halt alle zusammen in so einem kleinen Raum und dann steigert sich das so hoch und es ist einfach... Das Meer war gestern total wild und ist heute sogar noch wilder. Und beim Yoga hat man ja den Ausblick aufs Meer. Das heißt, du siehst die ganze Zeit, was da passiert und das tat... Das war so magisch einfach. Ich erwische mich auch immer wieder, wie ich die ganze Zeit lächeln muss, wenn ich was esse. Weil es so gut schmeckt und ich esse viel langsamer als zu Hause. Wie so eine Verrückte gucke ich dann auch immer auf die Kerze. Ich habe so eine kleine Kerze auf meinem Tisch stehen und dann verschwimmt mein Blick und dann sehe ich nur die Kerze und dann schmecke ich nur das Essen. Da fühle ich mich, wie auf Wolken seit gestern. Ja, also ich glaube, gestern war mein Tag. Es ist 10:30 und ich hatte gerade meine Nasyam-Behandlung. Das hat der Arzt diesmal gemacht. Ich musste mich hinlegen. Und dann hat er mit ein bisschen Öl meine Stirn, meine Nase und meine Schultern, meinen Nacken massiert. Nur ganz sanft eingerieben eigentlich. Und danach ist er mit einem heißen Lappen über die Bereiche drüber. Dann musste ich mein Kinn hochlegen und habe jeweils ins Nasenloch einen Tropfen warmes Öl bekommen. Und davor hatte ich erstmal Schiss, aber es ist voll easy. Ich muss jetzt 10 Minuten warten und dann gurgeln mit warmem Wasser. Kopf bedecken, das hier hat er mir umgebunden und das muss ich jetzt drum halten. Und auch wenn ich rausgehe, immer Ohren und Kopf bedeckt lassen. Ich merke auch, ich muss langsam machen. Also man merkt schon, hier geht was ab. Aber ansonsten, ja, fühlt sich ganz gut an. Also erstmal habe ich eine Kopfmassage bekommen mit Öl, die war relativ kurz. Und danach habe ich aber eine Rasu-Clay-Behandlung bekommen. Lavaerde. Und das habe ich ja mal gar nicht gewusst irgendwie und überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Liebe Lavaerde. Ich benutze Lavaerde ja auch zu Hause zum Entgiften für meine Haut und auch für meine Haare zum Waschen und so. Dann wird, wie gesagt, erstmal am Kopf massiert und dann geht es in einen kleinen Raum, in dem ein kleines Dampfbad für ein, zwei Personen steht. Und dann bekommst du eine Schüssel mit drei Sorten Lavaerde. Eine weiße fürs Gesicht, eine braune für den Körper und eine graue für die Beine. Damit reibst du dich dann ein. Erstmal war mir ein bisschen kalt und das hatte ich öfter schon, dass mir erstmal ein bisschen kalt ist, wenn ich so in die Räume komme. Für mich könnte es gerne ein bisschen wärmer sein für den Anfang. Aber dann nach und nach wurde es halt wärmer. Und ja, dann sitzt man da eine halbe Stunde, lässt das wirken. Die Zeit verfliegt total, weil man halt auch beschäftigt ist, das erstmal einzuarbeiten selber. Dann wäschst du dich ab. Meine Haut ist butterweich. Und ich bin gerade so ein bisschen hype, weil das Wetter total schön ist. Ich zeige euch das mal. Die Sonne scheint jetzt endlich. Ich bin gerade am Strand unten in Port Salut und es ist kurz vor 9 um 1 Uhr Mittagessen. Um 3 habe ich erst eine Behandlung und ich habe gerade sozusagen alle Zeit der Welt nur für mich. Heute ist es zum ersten Mal warm. Es sind 12 Grad gerade schon. Die Sonne knallt, der Himmel ist einfach nur blau. Und ich kann gar nicht fassen, wie schön das hier ist und wie ruhig ich mich fühle und wie glücklich ich gerade bin, hier zu sein. Das ist einfach, das ist unglaublich. Ich nehme so ein Gefühl nicht für selbstverständlich. Ich weiß, dass ich, wenn ich nach Hause komme, meine Tools und Strategien brauche, um aus jeder Situation das Beste zu machen und aus jeder Situation so ein Gefühl schöpfen zu können. Der Ort, an dem ich hier bin, hilft, die Sonne hilft, die Behandlung hilft. Das hier ist für mich so wie so ein Neustart. Man kann aber so viel in die Sonne fahren oder an schöne Orte, wie man möchte. Das Wichtigste ist einfach die Einstellung. Und ich denke, dass ich einfach immer mal wieder an Orte gehe, die mir helfen, die richtige Einstellung zu stärken. Es ist eine Reise und die hört niemals auf. Was ich euch auf jeden Fall zu Soloreisen sagen möchte, ist, dass es eine echt richtig wertvolle Sache ist, auch wenn man in einer Beziehung ist. Vor allem dann, würde ich sogar sagen. Das war meine erste Soloreise, abgesehen von Jobs. Natürlich war ich ein bisschen aufgeregt, aber das war wirklich nur Aufregung und keine Angst. Vor allem, weil ich in einer geschützten Anlage war. Ich habe mich sicher gefühlt, auch als ich in die Stadt gegangen bin. Allein zu reisen bringt einen wirklich sehr, sehr stark in Kontakt mit seinem eigenen Rhythmus, mit seinen eigenen Bedürfnissen, eigenen Gedanken. Für mich war das, was ich gemacht habe, ein Geschenk an mich selber. Wenn ich mich gut um mich selber kümmere, mir
selber Liebe entgegenbringe, dann kann ich auch meinen Freund besser lieben, dann kann ich meine Freunde besser lieben, dann kann ich besser für alle da sein. Und es ist auch das natürlichste Bedürfnis, anderen zu helfen und weiterzugeben, wenn man sich gut versorgt fühlt. Und ich wurde auch gefragt, ob man Ayurveda-Reisen zu zweit machen kann. Natürlich kann man das und auch, ob man es mit Kindern machen kann. Ja, kann man grundsätzlich, wenn man vielleicht noch einen zweiten Erwachsenen mitbringt, der das Kind betreut. Ich hatte gerade wieder eine Synchronmassage und dann meinen Stirnguss. Das war was ganz, ganz Besonderes. Wurde erstmal massiert und dann habe ich warmes Öl über die Stirn bekommen und das fließt so in die Haare rein. Oh, ich bin jetzt noch richtig so. Nach dem Stirnguss kriegt man so ein Stück gebündelte, getrocknete Kräuter unter die Nase. Es wird angezündet und dann hast du das glühende Ding unter der Nase. Einatmen durch die Nase, ausatmen durch den Mund. Das wiederholst du dreimal pro Nasenloch. Und die haben bei mir gerade so ein frisches Ding angezündet und deswegen war da voll viel Qualm dabei. Ich musste erstmal richtig husten. Aber ich glaube, wenn das eigentlich richtig gemacht ist, sage ich mal, oder wenn das Ding nicht frisch angezündet ist, dann bekommt man diese befreienden Dämpfe. So ein bisschen habe ich davon abbekommen. Also ich kann mir vorstellen, wie das ist, wenn da nicht dieser Rauchbeigeschmack ist. Und danach hatte ich wieder das Dampfbad. Meine Haut ist einfach nur am Strahlen. Heute habe ich auch ein bisschen Sonne abbekommen. Ich chill jetzt ein bisschen bis zum Essen. Das ist der letzte Tag von meinen Ayurveda-Behandlungen. Ich hatte eben meine letzte Massage und danach auch ein Ölbad. Und es war halt wie immer eine Massage. Ich lag auf einer Matte und dann wurde die Matte runtergenommen und dann wurde ich mit Öl übergossen. Und es war so viel Öl. Ich lag dann praktisch auf einer Holzplatte und bin richtig hin und her gerutscht. Es war super angenehm. Das warme Öl wurde dann von beiden Körperseiten aufgegossen und dann auch einmal in den Nacken. Da musste ich mich hinsetzen. Insgesamt muss ich sagen, die Ayurveda-Kur hat mir richtig gut getan. Klar, es war für mich das erste Mal und zwar irgendwo neu, aber das habe ich vor allem bei der Ernährung gemerkt, dass das für mich jetzt nicht die extreme Umstellung war. Ich glaube, wenn man es nicht gewohnt ist, so zu essen mit diesen Gewürzen oder die Art von Lebensmitteln, dann ist das vielleicht erstmal eine Herausforderung und vor allem, was die Portionen angeht. Für mich war das ganz gut. Ich konnte das gut managen mit der Größe der Portion. Heute bin ich ein bisschen hangry, muss ich sagen. Ich habe ein bisschen Hunger, weil es gestern Abend nur Spargel gab und davor eine Suppe und ein bisschen Obst. Und das ist für mich einfach nicht genug. Ich brauche mehr. Ich war eigentlich immer satt, bis auf gestern. Und ich durfte auch immer noch nach ein bisschen mehr fragen, was ich auch gemacht habe. Das Essen war für mich nicht so eine große Umstellung, aber klar, so regelmäßig zu essen bin ich nicht gewohnt. Also wirklich morgens, mittags, abends und dann mittags und abends jeweils drei Gänge. Das ist schon was Neues. Das war für mich echt Luxus. Und insgesamt hat die Regelmäßigkeit meiner Verdauung sehr, sehr gut getan. Das passt auch so ziemlich zu dem Typ Vata. Da ist Regelmäßigkeit ein ganz gutes Heilmittel für den Körper. Ja, meine Verdauung war vorher schon gut. Ich habe eigentlich nur in Stressphasen vielleicht mal Verdauungsprobleme. Oder wenn ich jetzt nicht gut und ausgeglichen esse, also wenn ich zu wenig Ballaststoffe esse. Hier ist sie auch sehr gut. Sie ist sogar noch regelmäßiger. Also ich werde morgens pünktlich von meinem Bauch geweckt. Das ist ungefähr so zwischen 6 und 6:30. Was die ärztliche Betreuung angeht, ist es hier so, dass du nachfragen musst, sonst kommt nichts. Also es ist sehr passiv. Du musst selber aktiv sein und den Arzt abfangen und sagen, hey, ich habe dieses und jenes Anliegen. Ich hatte, wie gesagt, das Einführungsgespräch, was bei mir ein bisschen nach hinten herausgezögert war. Dadurch hatte ich erstmal so das Gefühl, okay, ich weiß jetzt gerade nicht ganz so, was ich machen soll. Dann habe ich die Kräuter bekommen und ansonsten gibt es da nicht wirklich Check-ups oder sowas. Eigentlich steht im Programm, dass kurz vor der Abreise nochmal eine Enduntersuchung stattfindet. Ich habe noch keine Angaben dafür bekommen und morgen um 6 bin ich hier weg. Also, was mir auch gefehlt hat, ist die Einführung. Die habe ich bis jetzt nicht bekommen. Und zwar kriegt man eigentlich einmal so eine Einführung in Ayurveda allgemein. Da kriegt man die Informationen zu den verschiedenen Typen, so ein bisschen Hintergrundinfo. Und es hätte mir auch ganz gut getan, weil ich schon immer sehr wissbegierig bin. Insgesamt muss ich auch sagen, dass hier speziell in der Anlage öfters mal Sachen hin und her verschoben wurden. Und wenn jemand ausfällt, gibt es so gut wie keine Vertretung. Der Arzt macht das morgendliche Yoga um 7 und der ist an den ersten zwei Tagen, in denen ich hier war, auch ausgefallen. Es war ein bisschen schade, aber ich habe letztendlich sowieso nicht wirklich das Morgen-Yoga unten gemacht, sondern eher für mich selber, weil ich morgens, ich war einfach zu müde. Das frühe Aufstehen war für mich echt angenehm. Wie gesagt, weil mich mein Bauch sowieso geweckt hat. Abends war ich auch immer müde genug. Ich bin sowieso jemand, dass wenn ich viel mache, dass ich abends früh schlafen kann. Wenn man jemand ist, der das nicht gewohnt ist, kann ich mir auch vorstellen, dass es erstmal eine Umstellung ist. Man muss nicht früh schlafen gehen, aber wenn man früh aufsteht, bietet sich das natürlich an. Und auch für den Körper, der braucht ja auch Regenerationszeit. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man sowieso auch müde wird durch die Anwendungen. Ja, ich konnte viel lesen, ich konnte viel Tagebuch führen. Das hat sehr, sehr gut getan. Für mich war das auch nicht nur körperlich
so eine Reinigung, sondern auch mental. Ich brauchte diese Zeit dringend für mich und ich habe auch das Gefühl, dass ich sie bekommen habe. Die Struktur tut sehr gut und man hat dazwischen auch immer noch genug Zeit, um etwas für sich zu machen. Ob es jetzt lesen ist oder spazieren oder eine Runde im Pool schwimmen oder runter in die Stadt laufen oder sich mit Leuten irgendwo an den Tisch setzen und quatschen. Ich bin oft einfach nur hier rumspaziert und habe alles aufgenommen, weil es einfach so schön ist.